Hey Leute, willkommen zurück bei Transport Fever. Weiter geht's. Wir müssen hier noch die anderen Produktionsstätten ankurbeln, damit hier Werkzeuge, Maschinen hergestellt werden. Keine Werkzeuge, diesmal sind es Maschinen. So. Ach hier. Also kohletechnisch. Wie viel lagert da hinten? 14, 21 Platz hat er. Gut. Kann ich das nicht? Hier steht halt automatisch, ne? Konfiguration automatisch. Geht aber nie. Irgendwie. Achso, da bräuchte ich ja eh andere für. Das hier zum Beispiel. Bretter und Baumstämme. 7 passen da rein. Ja, da könnte ich ja einmal Bretter oder zweimal Bretter und zweimal Baumstämme dann nehmen. Nachher also 4 Waggons für den Zug, der dann irgendwann von hier, von der Baumstammproduktion zur Bretterfabrik hinführt. Und von hier aus dann halt weitergeht. Eventuell sogar das Gleis hier irgendwo anschneidet oder ja auf jeden Fall anschneidet. Und dann halt hier hinterführt. Und hier würde ich auf jeden Fall... Wir fangen jetzt mal hier an. Damit wir mal einen Anfang haben. Kommt der Kohlezug gleich? Der hat 17 Einheiten geladen. Die könnten fast im grünen Bereich ankommen. So. Das macht gerade schon wieder so viel Laune. Ich wollte eigentlich plus 2 Folgen aufnehmen. Ist es schon Folge 5? reicht das? Reicht. Das Stahl bringe ich ja runter mit dem Straßenfahrzeug. Deswegen überlege ich gerade, ich brauche halt bloß hier unten die Bretter. Das heißt, ich kann auch den machen, spare ich ein bisschen Geld. Ich baue den mal so. Wird hier hinten schon Stahl? Pass mal auf, Stahl wird hier schon produziert. Da machen wir direkt mal gütertechnisch große LKW-Station, kleine. Was kosten die kleine? So also 10, 11, 12.000. Die große 14.000 bloß. Okay. So. 24.000. Oh, eigentlich reicht die kleine. Wird mit angeschlossen? Ja. Ah, kriege ich sogar hier unten hin. Das ist ja noch besser. Ha, super. Okay. Da brauchen wir eins und hier oben brauchen wir auch eins beim Stahlwerk. So, und hier hatten wir doch irgendwo, hatte ich hier doch auch so ein Depot gebaut, genau. So, dann brauchen wir dafür Güter. Stahl. Das auch, ne? Da kaufe ich direkt mal 2. Da bin ich mal mutig und auch die wieder hier auf Stahl ummünzen, sonst funktioniert das doch wieder nicht. Bisschen schade, dass hier alles nicht alphabetisch geordnet ist, sondern einfach nur mit Öl anfängt, mit W weitergeht, über B nach V, nach R, nach S. Das ist aber nicht so schlimm. Wenn man das einmal drin hat, dann geht's. Okay, die brauchen eine neue Linie. Die wird ganz einfach von da nach da. Und los geht's. Da fahren sie alle beide los. Da. Toko, toko, toko. Schön. Okay. Gut, dann noch die anderen Bahnhöfe hier oben. Einmal hier am Holzwerk. So, mal ausrichtungstechnisch gucken, wie es denn am besten wäre. Was ist das? Ja, ich denke, so ist okay.
oben noch ein Bahnhof. Reicht vielleicht so einer, aber ich glaube, das Gelände ist hier ganz schön abschüssig. Oh Gott. Kann ich ja direkt noch so eine Skisprungschanze mitbauen. Mist. Und hier? Auch nicht so optimal. Okay, hier geht's. 100.000. Das ist okay. Dann machen wir das so. Zack. Okay. Gut. Oh, fuck, da wird direkt eine Brücke gebaut. Shit, ey. Hier oben rumbauen. Okay, das mit den Passagieren hat, ist schon mal okay. Warum kann ich jetzt kein Gelände hier an? Ach so. Mal hier unten an, wie sie es am besten macht. Das wird aber teuer, bis da hochzukommen, Mist. So, aber wie jetzt weiter? Entweder halt hier rechts drüber. Okay, noch was relativ günstig. Ah, guck mal da. Frontaneck und 260 Mogul. Fahrzeuge verfügbar. Huch, ist egal. Es gibt doch hier oben immer mal so diese Warnungen, falls irgendwo was nicht hinhaut mit einem Gleis oder so. Kostet bis hierhin immer noch nicht viel, aber warum? Das wird denn hier oben einmal so astronomisch. Shit, ey. Kommt da einfach die Steigung nicht so hoch? Vielleicht muss ich hier so ein bisschen. Okay, das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Ist die Steigung einfach zu groß? Hunderttausend, ey. Ich kann den nur höher machen, nicht weit runter. Okay, verstehe. So, das ist schon das weiteste. Fuck. Wenn ich doch über hier oben drüber gehe. Will er mir einen Tunnel bauen? Oh, ist das gemein. Müssen wir das wohl oder übel so machen? Oh Gott. Du komm hier wieder runter. Fuck. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass das so gravierend ist. Naja, immerhin. Na gut, haben wir da mal eine Brücke gebaut. Auch nicht schlecht. Wir können auch das Gelände wieder, falls euch das stören sollte, später mal so ein bisschen angleichen. Das geht eigentlich ganz gut. Ein bisschen Geduld sieht das dann aus wie vorher. Kostet allerdings Geld. So. Ja, sieht es doch wieder deutlich besser aus. Könnten wir auch hier drüben machen. Stört mich jetzt allerdings erstmal nicht. Wie gesagt, kostet auch Geld. So, ja genau. Ha, sind wir noch gar nicht fertig. Die anderen machen aber ganz guten Umsatz. Auch hier, guck mal, der Zug. Der ist jetzt voll beladen mit 28 Tonnen Eisenerz. Oder 28 Einheiten. Der
muss da hinten hin. Ich will nicht die Linie hier mitverwenden, ich will die bloß kreuzen. Oder nachher wieder Signale bauen. Oh. Geht nicht anders. Okay. Jo. Dann hier und oben noch die Gleissignale wieder bauen, dass die beiden sich ja nicht irgendwie mal aus Versehen treffen. Die müssen immer in Fahrtrichtung. Also der kommt ja hier wieder hoch, da muss das immer rechts in Fahrtrichtung stehen. Damit die Signale auch erkannt werden vom Zug. So, das passt auf jeden Fall. Okay, dann könnten wir hier noch eine neue Linie machen. Ich baue die direkt mal so. Also einmal von da nach da, die Holzstämme. Und dann halt die Bretter hier runterbringen. Linie 7 ist das. So, das müsste eigentlich klappen. Speicher nochmal. Die wäre schön schnell für den weiten Weg. Kostet 162.000 im Jahr. Kann auch eine Menge schleppen. Ich kaufe mal die hier. Die Baldwin Klasse 56. Kostet halt eine halbe Million. So, die hier unten brauchten wir, ne? Grundgütiger. Das geht weg wie warme. Brauchen wir vielleicht gar nicht den Kredit, mal schauen. Ausnahmsweise würden unsere Geldgeber beide Augen zudrücken und uns ein weiteres Mal aushelfen. Das ist aber definitiv das letzte Mal. So, zweimal Baumstämme und so weiter. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Ach so, Moment, ja. Haben wir gleich. Geht ruckzuck. Dachte ich mir schon. Das fiel mir vorhin sogar noch ein. Dass wir hier nochmal so eine kleine Umgehung dran bauen müssen. Damit der Zug überhaupt hier auf das Gleis kommt. So, jetzt müsste es funktionieren. Ja, fährt los. Super. Okay, und ich hoffe, dass die anderen das Geld jetzt so ein bisschen reinholen. Kann er jetzt erstmal ungestört durchfahren, das wäre auch super. Ne, der muss warten, da oben kommt gerade die Eisenerzbahn, voll beladen. Okay, die bringt natürlich ein bisschen gutes Geld ein hier. Die ist jetzt mit 36.000 im Plus. Kohle auch, Kohle müsste eigentlich gleich wieder kommen. Wartet allerdings da oben mal Passagierzug 1 gerade vorbeikommt mit 41 Passagieren. Oh, oh, der ist mit 600.000 im Guten. Ja, geil. Schön. Gut. Okay, Eisenerz ist auch gerade losgefahren, hat gut Geld gemacht, Zug 2. Und Zug 4 wartet noch auf freie Wege, bis hier oben, bis der vorbei ist. Der Zug muss erst hier dahinter sein, dann fährt Zug 4 wieder los. So, da geht er los. Schön. Also, das nimmt jetzt alles langsam an Fahrt auf. Das heißt, die können dann bald Maschinen produzieren. Hier gibt es schon genügend Baumstämme. Der muss halt zweimal fahren, weil dann erst die Bretter fertig werden. Ich hätte wahrscheinlich direkt drei Bretter und zwei drei Bretterwaggons und einen Baumstangenwaggon für hierhin
machen sollen. Und ist es halb, halb auch okay. Naja, immerhin macht fast alles Gewinn. Auch hier dieses Straßenfahrzeug 5 müsste gleich wieder Gewinn machen. Hat wahrscheinlich jetzt bloß länger keine ausgeladen, dürfte gleich wieder auf grün umschlagen. Aber schön. Wo fährt der denn hin? Da fährt erst zum Maschinenwerk. Habe ich die hier oben nicht als 1 gemacht? Scheiße. Na, ist nicht so schlimm. Dafür rollt hier wieder mein hoffentlich vollbeladener Zug mit Eisenerz an. Ja. Schön. Ist immer 200.000, das ist gut. Okay, wir bekommen wieder ein bisschen Geld. Die hier transportieren auch das Zeug fleißig hin und her. Die sind auch vollbeladen, ne? 5 von 5. Was bekommen die? 4.000 pro Lieferung. Das ist ganz nett. So, Details. Die haben schon 60 Stahl, brauchen bloß noch die Bretter. Und dann können wir die Maschinen irgendwo hin transportieren. So, Kohle. Oh ja, da ist genügend vorhanden. Da könnten wir auch den Kohlewaggon eigentlich ein bisschen aufrüsten. Ruhig noch einen Waggon mehr dran machen. Das Ding ist, müssten wir später mal machen. Wir sind gerade ein bisschen fast bei null. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Geld. So. Okay, wo ist denn unser Bretterzug? Der brettert gerade hier hoch. Fahren wir mal mit. So, dann lad mal deine 14 Bretter auf. Baumstämme. Falls es doch irgendwie geht und ich das mit diesem automatisch beladen bloß noch nicht gerafft habe, bitte Bescheid sagen, weil geil wäre es natürlich, wenn er hier einfach viermal komplett voll die Baumstämme lädt und die hier unten ablädt und hier dann halt das Holz auflädt für alle Waggons und das dann dort unten abliefert. Falls das doch irgendwie geht, bitte in die Kommentare. So, 88.000, wunderbar. Hat jetzt leider nichts dabei, dafür bei der nächsten Fuhre. Oh, hier auch Eisenerz, Alter. Mann, ey, auch die Eisenerz-Lok kann ruhig mal zurück. Und noch mehr aufladen. Da kommt Kohle wieder an. So. Okay. Kohle fährt jetzt mal zurück ins Depot. Da kriegt ihr jetzt einen neuen. Nur ist noch zwei neue Anhänger. So, der taucht dann gleich hier im Depot auf. Könnte bloß einkaufen. Schade. Ah ne, doch, könnte zwei kaufen. Sehr gut. Welche Linie war das? Linie 5 oder Linie 4 oder? Linie 5, okay. Da kann jetzt bis zu 35 Tonnen oder Einheiten Kohle. Uiuiui, das war aber knapp, Freunde. Achso, das Signal kommt erst hier. Alles klar. Okay. Gott sei Dank. So, und die Passagiermaschine hier, 8 von 42. Okay, wenn die jetzt voll gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, machen wir auch da nochmal. Na gut. Ich hoffe, der Eisenerzzug kommt gleich an. Da oben kommt er. Ah, guck mal, jetzt sind hier auch schon Bretter fertig. Wunderbar. Boah. Es läuft. Eine Maschine wurde schon produziert. Wie denn? Der hat davon kein einziges Brett mit hier runtergenommen. Das ist die Montagsmaschine, die funktioniert noch nicht. Man könnte ja auch, glaube ich, die Kredite zurückzahlen. Ich habe bloß kein Geld gerade. Aber das wird gleich laufen, wenn der Kohlezug ankommt. Okay, Eisenerzzug kam gerade. So, da hinten ist der vollbeladene neue, wunderschöne Kohlezug. 35 Einheiten, ist ein bisschen langsamer wahrscheinlich dadurch jetzt. So, mal gucken, ob der hier diese minus 200.000 so ein bisschen ausgleichen kann. Na, minus 66.000, wunderbar.
Ah, da hinten rollen die Bretter an. Der kam gerade an und hat dort oben abgeliefert. Und? Ja, 200.000. Nice. Schön. Und der kommt jetzt auch das erste Mal mit Brettern an und dann kann die Maschinenproduktion starten. Jawohl. Ja. Jetzt sind wir wieder im Geschäft. Ha. Wunderschön. Da speichere ich doch direkt nochmal. Mal abwechselnd. So. Die Produktion ist erfreulich angelaufen. Doch zwischen George Westinghouse und seinem Kontrahenten Thomas Edison tobt ein erbitterter Kampf um die Vorherrschaft im Geschäft mit der elektrischen Energie. Während unser Freund alles daran setzt, die Erforschung des Wechselstroms voranzutreiben, favorisiert Herr Edison den Gleichstrom. Und der bescheidene Geist des Bürgers fürchtet die Elektrizität so oder so wie den leibhaftigen Satan selbst. Alter. Sorgen wir dafür, dass unser Freund George Westinghouse im Kampf gegen seinen Kontrahenten einen glorreichen Sieg davonträgt. Überzeugen wir die Leute vom richtigen System. Denn wer in diesem Stromkrieg das Rennen macht, der beherrscht den ganzen Markt. Okay, wir müssen die einzelnen Bezirke überzeugen. Pittsburgh Eastern? Achso, ist hier direkt bei... beim Zentrum mit dran, was wollen die? Thomas Edison hegt düstere Pläne, um das Wechselstromsystem von Westinghouse in der Öffentlichkeit zu diskreditieren. Gerüchten zufolge soll ein gewisser Harold Brown in einem geheimen Labor irgendwo in Pittsburgh obskure Experimente durchführen, um den Wechselstrom in Verruf zu bringen. Vielleicht wissen die Bewohner mehr. Okay. Klicke auf das Fadenkreuz des Aufgabenfensters, um die Kamera auf die Gegend zu fokussieren, in der der nächste Hinweis zu finden ist. Das ist ja witzig. Geschäftsgebäude. Muss ich mich jetzt hier durch alle Gebäude klicken? Hier einfach in der Gegend alle mal durch. Weiß ich denn? Ach so. Eine Anwohnerin hat von einer Menschenansammlung berichtet, in deren Mitte Dr. Brown gestanden und streunende Hunde mit Wechselstrom getötet habe, Alter. Um dessen Gefährlichkeit unter Beweis zu stellen. Die meisten streunenden Hunde soll es in Southside geben. Okay, also muss ich jetzt hier bloß immer hin und her springen zwischen den Ausrufezeichen. Der teuflische Dr. Brown wird immer dreister. Nun soll er an einem Stuhl arbeiten, der Menschen mittels Stromstößen tötet. Da hilft nur ein Sabotageakt. Sein Labor muss zerstört werden. Es heißt, es liege am nördlichen Ufer des Flusses. Okay, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.